Hallo ihr Lieben, und ich bin heute nicht alleine, nämlich der Bibo macht mit und erzählt uns, wie wir ganz schnell viel mehr Reichweite bekommen als bisher. Was genau Bibo damit zu tun hat und warum er so wichtig ist, das erkläre ich dir ein bisschen später. Aber erst einmal sage ich dir, worum es genau geht. Ich bin mitten in der Podcast-Launch-Woche. Am 10.7. ging mein Podcast los und ich habe es geschafft. Und Trommelwirbel hätte ich jetzt noch irgendwo anmachen sollen. Wir sind auf Platz 6 in den iTunes-Charts nach 5 Tagen mit meinem Podcast. Also ich bin da total baff und kann das gar nicht glauben. Und ich bin jeden Tag, habe ich eine Folge rausgebracht auf iTunes und jeden Tag habe ich auch ein Live-Video gemacht. Und meine Strategie sieht so aus, dass ich ein Thema habe in der Folge im Podcast. Heute in der 5. Folge geht es um die Reichweite. Wie kann ich meine Beiträge verbessern und meine Reichweite erhöhen mit einigen ziemlich einfachen Tricks? Da habe ich 7 aufgelistet. Und in den Live-Videos, die ich dann auf meiner Seite mache, spreche ich nicht über dasselbe nochmal, sondern ich beleuchte dieses Thema nochmal aus einem anderen Blickwinkel. Und ich habe es eben schon gesagt, wir haben heute Bibo dabei. Aber ich will dir heute ein Tool zeigen und ich weiß, das spreche ich ständig an, Live-Videos. Ich bin ja live und es funktioniert wunderbar, was ich mache, meine Strategie hier, dass wir quasi uns hier live auf Facebook nochmal sehen und ich darüber meinen Podcast bewerbe. Ja, ganz klar. Das heißt, ich will dir jetzt mal zeigen, wie du das ganz schnell schaffen kannst. Und der Titel hier von dem Live-Video heißt ja, dass wir ganz schnell unsere Reichweite erhöhen können. Und ich höre immer wieder, Katrin, ich habe die Technik nicht, ich weiß nicht, wie ich live gehen soll. Die Tools sind zu teuer teilweise. Wir gucken uns nachher auch so ein bisschen die Unterschiede an, was es überhaupt für Tools gibt. Das Video heute ist sehr kurz und knackig, weil ich möchte, dass du eher in die Umsetzung kommst. Und ich zeige dir jetzt einfach mal, wie das wirklich ganz schnell geht. Und die meisten wissen das nicht. Das ist nämlich das Spannende. Ich teile jetzt hier mal meine Seite und zeige dir mal, wie schnell man hier live gehen kann. Ja, wenn ihr da schon mal Webinare gemacht habt oder wenn ihr schon mal euch irgendwie bei Skype mit jemandem getroffen habt beispielsweise. Ja, wenn ihr Coaching-Kunden habt oder irgendwas. Das heißt, ihr habt einen Laptop, der eine Kamera dran hat und ein Mikro. Ja, das ist das Mindeste, was ihr braucht. Oder vielleicht, ich habe hier eine externe Kamera. Zu den Technik-Optionen komme ich gleich noch. Das ist dann überhaupt kein Problem. Dann könnt ihr sofort live gehen und zwar am Desktop. Ja, wir können das am Handy ganz schnell machen, aber das ist immer alles ein bisschen wackelig. Wir zeigen das heute einmal, wie es am Desktop geht. Und das geht wirklich bei jedem. Wenn du auf deine Seite gehst, dann hast du hier diese Felder, diese Optionen und da geht eben Live-Video starten nur, und das ist ganz wichtig, deswegen haben das viele nicht, nur mit dem Chrome-Browser. Ja, Google Chrome als Browser musst du dir einmal runterladen, falls du den nicht hast, und dann funktioniert das. In anderen Browsern, glaube ich, funktioniert es noch gar nicht oder zumindest nur selten. Vielleicht auch je nach der Version. Also das ist hier der Trick. Du brauchst Google Chrome und dann gehst du hier auf Live-Video starten. Ja, und kannst hier ein bisschen eine Beschreibung einfügen, kannst sagen, ich gehe heute live zu dem und dem Thema und los geht's. Mehr ist das nicht. Ja, nichts Kompliziertes, total simpel, einfach live gehen. Und das ist jetzt hier mein Tipp. Geh doch mal mit der nächsten Frage, die von potenziellen Kunden, von Fans, von Kunden auf dich zugetragen wird, geh mit dieser Frage live. Ja, ich mache das sehr gerne, dass ich eine Frage, die mir per Nachricht geschickt wird, einfach einmal kurz in einem Live-Video erkläre und statt dann dieser Person das lange aufzutippeln, in einem kurzen 2 Minuten Live-Video erkläre, wie das funktioniert, was auch immer die Frage ist. Also relativ simpel, wir müssen das auch nicht lange machen und jetzt erzähle ich dir, warum Bibo so wichtig ist. Bibo ist so wichtig, weil gerade der Anfang ganz entscheidend ist. Die meisten Leute gucken bei euch nämlich nicht live dazu. Ja, die meisten Leute schalten später die Aufzeichnung ein. Das heißt, sie wollen am Anfang nicht 1 Minute lang hören, ja, wir warten mal noch ein bisschen, ein paar Leute da sind, ist ja noch nicht so spannend. Ja, das heißt, wir müssen von Anfang an auf den Punkt kommen, weil die meisten, wie gesagt, die Aufzeichnung gucken. Die haben nicht die Geduld, am Anfang auf irgendwas zu warten. Das heißt, du musst sie
grabben. Du musst sie am Anfang schon irgendwie diese Attention, jetzt fällt mir nur das englische Wort ein, ich bin voll im Englischen drin. Also man muss wirklich die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und das habe ich gemacht, wer das noch nicht gesehen hat. Der Anfang dieses Videos hat mit Bibo gestartet, das heißt, ich habe es hochgehalten. Hinzu kommt, erstmal habe ich dadurch ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugt und das andere ist, und ich mache das mal aus, weil sonst seht ihr mich hier doppelt. Das andere ist, ist natürlich auch ganz spannend, wenn wir Bibo im Bild haben, was ihr auch wisst, wenn jemand das Video, das Live-Video in der Aufzeichnung im Newsfeed sieht, ja, also wir gehen jetzt vielleicht mal rein, gucken mal, ob da irgendwas bei mir drin ist. Dann ist ganz wichtig, die meisten haben den Autoplay noch an. Ja, man kann das ja ausschalten, aber Autoplay ist an, das heißt, es bewegt sich was. Und wenn ich da einfach nur so sitze und ein bisschen langweilig aussehe und in die Kamera gucke, dann macht keiner den Ton an. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, hier ist entscheidend, wenn du da irgendwie mit einem Schild, ich arbeite ab und zu mit Schildern, also ganz einfach, macht hier einfach eine Notiz mit einem Edding irgendwo auf dem Zettel und dann halt den Zettel hoch, ja. Das könnte man machen. Oder, und dafür gibt es dann andere Tools, wir haben dann quasi Untertitel, solche Geschichten. Das geht einfach hier mit dieser einfachen Version, die wir jetzt hier gezeigt haben, nicht. Da können wir keinen Untertitel oder so reinbringen. Aber es muss auch nicht sein. Also ich habe am Anfang auch wirklich mit Zetteln gearbeitet, habe die hochgehalten, hatte dann 3 Zettel liegen. Ich wollte über 3 Punkte sprechen, habe den immer hochgehalten, wenn es dann losging. Absolut in Ordnung. Es passiert was. Das Bild bewegt sich. Ja, wir sind ein bisschen spannender. Wir machen irgendwie ein bisschen Interaktion mit unseren Fans. Also da muss irgendwas passieren. Muss nicht sein. Ich will dir nur sagen, wie du die Reichweite wirklich erhöhst. Also klar, am Anfang, wenn du die ersten Videos machst, dann gucken die Leute auch rein. Sicherlich sind sie total interessiert. Und das ist das Schöne an den Live-Videos. Wenn du live bist und interagierst, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel mit euch mal interagiere, würde jetzt offensichtlich mal die Frage kommen, wer hat schon mal ein Live-Video gemacht? Schreibt mal in den Kommentar ja oder nein, würde mich jetzt mal interessieren. Und dann kann ich auf eure Antworten dann noch weiter eingehen, ja. Das heißt, ich kann sagen, wow, hier die überwiegende Mehrheit hat es noch gar nicht gemacht. Das wäre jetzt hier mal der Grund, diese Technikhürde abzulegen. Ihr seht, wie einfach es ist. Ja, es gibt so viele Tools und die kosten auch alle Geld, aber Facebook bietet uns das hier an. Wir müssen dafür nicht bezahlen. Wir müssen keine Tools verwenden. Und wir wissen, dass die Reichweite schon alleine wegen dieser Beitragsart steigt. Ja, alleine das pusht Facebook schon. Und wenn wir es dann noch clever einlegen, wenn wir Bibo benutzen, wenn wir eine Sonnenbrille aufsetzen, wenn wir mit Zetteln arbeiten, wenn wir umherspringen, wenn wir in dem ersten Video in dieser Woche, habe ich ein bisschen gefeiert und ja, also ein bisschen Bewegung reinbekommen. Es geht einfach nur darum, dass die Leute, die ersten 30 Sekunden vielleicht im Autoplay sehen, noch nicht so wirklich sicher sind, gucken sie sich jetzt das Video an, tun sie sich das wirklich an, vielleicht wenn es ein bisschen länger geht. Oder schalten Sie überhaupt erstmal den Ton an? Also das sind so diese kleinen Tricks. Ihr müsst es nicht von Anfang an so kompliziert machen. Geht einfach nur live, erzählt, beantwortet eine Frage. Ihr könnt damit starten. Heute früh kam die Frage so und so und so. Und das will ich heute einmal ganz kurz erklären. Das Video, ich werde oft gefragt, wie lange sollte es sein, muss so lang sein, wie es sein muss. Wie es dauert, deine Frage oder diese Frage zu beantworten. Ja, es gibt da keine vorgeschriebenen Längen. Ich bin auch mal live gegangen und habe nur 2 Minuten was erklärt. Dann kannst du nicht erwarten, dass viele Leute live zuschauen, aber diese Aufzeichnung steht ja da, die geht ja nicht weg. Ja, ich kann die dann nutzen, kann sie runterladen, bei YouTube wieder hochladen. Das heißt, ich kann hier noch viel mehr mit dieser Aufzeichnung machen, kann sie in meinen Blog einbinden, habe da ganz viele Optionen und deswegen, das ist keine vergebene Mühe, das ist ganz entscheidend zu wissen. Also zum einen ist es technisch viel, viel schneller als, und das wäre die Alternative, wenn wir das Video jetzt einfach mit einer Kamera aufnehmen, es dann vielleicht noch schneiden müssen und dann wieder hochladen. Glaub mir, das dauert mindestens eine Stunde. Live zu gehen für ein 5-Minuten-Video dauert wirklich nur 5 Minuten und nicht länger. Ja, vielleicht nochmal 5 Minuten dazu für einmal Lippenstift drauf, aber das war's dann auch. Ja, also es geht wirklich, wirklich schnell. Und ich möchte gern mal wissen, wie eure Erfahrungen so sind mit den Live-Videos. Habt ihr dadurch nicht wirklich eine höhere Reichweite bekommen? Schreibt das bitte mal im Kommentar. Oder habt ihr eine sehr viel höhere Reichweite bekommen, wenn ihr es schon ausprobiert habt? Und dann vielleicht ein paar Tipps und Tricks, was ihr gemacht habt, um das zu erreichen?
Wir können das Video nämlich noch im Nachhinein ganz toll optimieren. Das werde ich aber in einem anderen Video nochmal sagen, weil das nochmal ein ganzes Thema für sich ist. Habe ich auch im Blog schon einen Beitrag dazu. Aber ich möchte heute nochmal so ein bisschen auf die Tools eingehen, die ich selber benutze. Und zwar gehe ich jetzt gerade mit eCam live. Also eCam ist ein System für Mac leider nur. Ich teile das einmal kurz hier mit euch, den Bildschirm. Geht leider nur mit dem Mac, aber hat den Vorteil, es ist nur eine einmalige Kosten. Es kostet $30 und dann kann man es nutzen. Man kann den Bildschirm damit teilen, wie ihr seht, was ich jetzt mache. Ich kann mich selber hin und her schieben, größer machen, kleiner machen. Ja, man kann auch Videos abspielen, alte Videos oder Musikstücke abspielen. Also ich habe hier ziemlich viele Optionen. Es ist sehr, sehr simpel. Das heißt, ich habe nicht so viel Spielraum, aber absolut ausreichend. Was jetzt ganz Neues, und da kam gestern das Pop-up, als ich live gehen wollte, das neueste Update speichert das Video, während ich live gehe, auf meinem PC, sodass ich nachher dann diese Datei für YouTube und so weiter verwenden kann. Das heißt, der Nachteil, den wir sonst immer hatten, ich bin live gegangen, hatte das Video auf Facebook und musste es dann von Facebook herunterladen, um es dann bei YouTube wieder hochzuladen. Da ist der Nachteil, wenn wir das so machen, Facebook reduziert und komprimiert das Video. Das heißt, wir hatten dann nicht die beste Qualität. Und das wird jetzt hier bei eCam ganz neuerdings auch angepasst. Was man auch machen kann beispielsweise bei eCam ist, die DLSR-Kamera anzuschließen, also eine Canon oder so, und dann damit live zu gehen, was natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten gibt, für Fotografen beispielsweise. Und ich hatte jetzt auch eine Diskussion mit einem Maskenbildner und der hat gesagt, Katrin, ich kann nicht ständig live gehen, ich habe einfach niemanden, den ich schminken kann vor der Kamera oder zu selten, das ist viel zu viel Aufwand, immer jemanden zu finden, den man schminken kann, ja. Und da habe ich dann gesagt, sag mal Patrick, das ist Quatsch, weil du musst ja nicht immer jemanden schminken vor der Kamera. Du kannst dich auch, was ich vorhin schon gesagt habe, einfach hinstellen und sagen, hey, mein Tipp heute für dich, und dann könntest du theoretisch ein Foto hochhalten, wäre für Schlupflieder macht man so und so einen Lidschatten, ja. Also, dass wir einfach quasi mit Fotos arbeiten. Ich finde das immer ein bisschen schöner, bei solchen Themen vielleicht ein bisschen bildlich zu arbeiten. Aber auch hier für Facebook, und ihr habt es vielleicht auch schon gemerkt, wenn du in meinen Podcast schon reingehört hast, ich bin ja sehr technisch, ich gehe sehr, sehr viel in die Technik rein und erkläre dann auch, wo ist welcher Button. Und das geht auch nur über den Podcast, falls du das mitbekommen hast. Es ist natürlich nicht ganz so detailliert, das ist klar, aber ich finde, das ist überhaupt kein Problem, dass du einfach auch live gehst und deine Sachen erklärst und nicht unbedingt immer am reellen Beispiel das zeigen musst. Also eCam ist ganz toll für alle Mac-Nutzer, ja, guckt euch das auf jeden Fall an. Und BeLive ist natürlich ein anderes Programm, was ich auch ganz toll finde. BeLive hat den großen Vorteil, dass wir hier mit Umfragen arbeiten können, das heißt, wir können jetzt hier mit Show arbeiten beispielsweise. Das heißt, wir können da zwei oder drei Personen parallel interviewen. Das können Talkgäste noch in der Warteschlange sein, die man dann dazu holt und wieder rausholt. Man kann den Bildschirm teilen. Und hier gibt's wirklich tolle Optionen, was wir mit BeLive machen können. BeLive ist noch mal ein bisschen besser als eCam, wenn es darum geht, schnell auf Kommentare zu antworten. Man sieht die Kommentare besser, man kann hier ein bisschen besser reagieren, man kann besser mit den Untertiteln arbeiten. Nachteil von BeLive ist, es ist einfach ein bisschen schwerfälliger. Das heißt, sehr häufig ist die Qualität von den Videos hier nicht ganz so gut. Bei eCam habe ich nie Probleme gehabt. Das hat immer wunderbar funktioniert. BeLive ist mittlerweile kostenpflichtig, kostet 12 bis, ich glaube, $25, je nachdem, welche Version man nimmt. Es gibt auch eine kostenlose Version, die bis zu einer bestimmten Zeit, ich glaube, pro Woche kann man zweimal live gehen. Das reicht ja für die meisten auch erstmal, um starten zu können. Da kann man dann den Bildschirm zwar nicht teilen, aber man hat noch ein paar andere schöne Sachen, wie beispielsweise hier Untertitel kann man einbringen. Das geht eben mit der ganz nativen Facebook-Desktop-App nicht. Deswegen ist BeLive manchmal auch ganz spannend. Da müssen wir dann eben nicht mit Zetteln arbeiten, die wir hochhalten, sondern wir können es hier direkt einfach in dem Bildschirm anzeigen lassen. Und das ist dann auch nochmal ganz schön. Ihr könnt auch gerne mal gucken bei mir auf der Webseite unter meine Tools. Da schreibe ich alle Technik-Tools auf, die ich benutze, also was ich nehme hier für BeLive. Da habe ich zum Beispiel meine Anleitung drin, wenn man das nutzen möchte, das Programm, worauf man achten sollte und was man alles machen kann überhaupt. Dann habe ich hier meine ganze Beleuchtung drin, was ich benutze. Braucht man alles nicht, ja? Ich habe wirklich mit Laptop
ohne Mikro, mit der Laptop-Kamera habe ich angefangen. Ja, und ich sehe hier die Technik überhaupt nicht als Ausrede, dass das alles, dass man hier nicht loslegen könnte. Also bitte lasst euch daran nicht aufhalten. Wenn ihr jetzt wirklich einen Schritt weitergehen wollt und ein bisschen Technik zuschaffen, die Kamera, die ich hier haben benutze beispielsweise, die ist ganz, ganz toll. Da könnt ihr gerne mal reingucken. Und das soll es an sich für heute auch schon gewesen sein. Ich wollte einmal auf jeden Fall für euch sagen, dass das sehr, sehr, sehr leicht ist, ja, hier live zu gehen. Der Frank sagt auch gerade, er hat iCam Live schon mit der Canon ausprobiert. Ist richtig cool, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe selber noch nicht ausprobiert, aber das kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass das gut funktioniert. Genau, also, wenn ihr noch mehr Tipps habt und Fragen habt, dann sagt Bescheid. Ich möchte hier dieses Video auch nutzen, dass ihr unter dem Video in den Kommentaren auch gerne ein bisschen diskutiert mit der Reichweite, was wir so alles schon in dem Podcast auch gehört haben. Postet gerne eure Erfahrungen zu dem Thema. Wir können hier ganz gerne auch mal, ich kann hier noch weitere Tipps geben, schickt einen Link zu euren Beiträgen, einer, der sehr gut angekommen ist, und teilt vielleicht, warum der gut angekommen ist, mit den anderen, damit sie auch wieder was von euch lernen können. Das finde ich immer sehr spannend, wenn wir uns hier austauschen. Und denkt daran, bis heute 16 Uhr läuft mein Gewinnspiel noch. Ihr könnt meinen Wachstumskurs gewinnen. 3 Plätze vergebe ich hier. Und was ihr dazu tun müsst, ist in der Beschreibung drin. Da müsst ihr nur dem Link folgen. Jetzt mein To-Do für dich. Heute geh live. Und zwar ganz simpel. Nimm dir vielleicht maximal 5 Minuten vor. Beantworte eine Frage, die so in letzter Zeit gekommen ist oder die heute im Laufe des Tages kommt. Und beantworte diese einfach auf Facebook in einem Live-Video. Und glaube mir, es wird besser mit der Zeit. Am Anfang muss man sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, aber es wird auf jeden Fall besser. Du musst dir meine alten Videos mal angucken, von vor 1 oder 2 Jahren. Ich lösche sie nicht, sie sind einfach so, wie ich damals war. Da war ich auch glücklich damit und es wird irgendwann immer auch ein bisschen besser. Ich werde auch sicherer vor der Kamera, ist ganz klar. Ich habe da gar keine Angst mehr für, ich brauche auch gar nicht mehr lange für die Vorbereitung. Ich bereite mich ein bisschen vor, indem ich mir entweder Stichpunkte mache oder ich mir, wenn ich den Bildschirm teile, hier schon einige Sachen öffne, die ich dann zeigen möchte beispielsweise. Dann habe ich für mich auch so eine Struktur drin. Also relativ simpel gehalten, gar nicht kompliziert und keine Ausreden mehr für dich, es nicht zu tun. Alles klar, dann Link von deinem Live-Video hier unten im Kommentar und wir sehen uns auf Facebook wieder. Bis dann, ciao.